Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Oh baby, you can take everything. It don't mean a thing. Anything to me. Don't give me that. But don't control my rock and roll. No, no. Shut your head. Hey baby, don't give me that. Moin! Bleib jetzt. Ja, hallo, Dr. Seewald. Hallo. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Sag mal, wann war das noch? Zum Durchchecken vor einem Jahr. Ja, richtig. Das heißt, du warst die ganze Zeit gesund. Gut gemacht. Ja, aber jetzt... wollten Sie gerade los? Ach, das weißt du ja noch gar nicht. Ja, der Ruhestand ruft. Ich hab das zwar lange hinausgezögert, aber man wird ja nicht jünger. Und, sondern tattriger und vergesslicher. Aber keine Sorge. Konstantin, kommst du mal? Ja? Dr. Nater kümmert sich jetzt um alles. Guten Tag. Er ist seit ein paar Wochen bei mir und er macht das ganz ausgezeichnet. Naja, also bei so einem Mentor... Nun, genug von uns. Nun zum Klienten, wie es jetzt ja wohl heißt. Das ist Jost Redmacher. Als Lütter hat er mir immer die Lollis gemopst. Ich fürchte, bei mir gibt's nur Gratis-Kulis. So, dann übernehme ich jetzt mal, sonst kommst du ja gar nicht zum Sekt trinken und verabschieden. Sie kennen den Weg? Wenn's denn der Arzt meint. Also, sag ihm, Jost, wo der Schuh drückt. Ja, mach's gut. Mach ich. Sie auch. Wo drückt denn der Schuh? Naja, irgendwie habe ich Probleme mit meinem Magen. Mhm. Sehe ich mir gleich mal an. Wie viel wiegen Sie im Moment? Das weiß ich gar nicht so genau, weil ich habe gar keine Waage zu Hause. Mhm. Wollen Sie mal bitte tief ein- und ausatmen? Hm. Alles klar. Ich habe da drin so ein komisches Drücken. Ja. Treiben Sie Sport? Naja, eher wenig. Wie sieht's mit der Ernährung aus? Ich esse schon so Verschiedenes. Mhm. Adipositas, das macht immer irgendwann Probleme. Wissen Sie, zu viel Gewicht, das belastet einfach den gesamten Apparat. Da hilft Sport und eine spezielle Diät. Aha, aber das war doch sonst nicht. Ja, sowas entwickelt sich. Aber ich stelle Ihnen hier gerade was zusammen, dann wird das schon. Rezept kriegen Sie vorne. Ach, und immer hartnäckig bleiben. Okay. Martina, kommen Sie gerade durch? Hallo. Hallo. Tschüss. Tschüss. Weiß doch nicht.
Was wird denn hier gefeiert? Weltgesundheitstag? Das ist gut für die Fettverbrennung. So früh am Morgen? Ganz schön sauer, oder? Die Promis machen das auch so. Wie heißt noch mal diese eine blonde Moderatorin da vom Frühstücksfernsehen? Martina Ellermann-Jansen. Die kam nach mir dran. Und die Sprechstundenhilfe hat mir erzählt, dass die und die anderen Promis alle auf die Diät von dem neuen Arzt schwören. Was denn? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ich kenne nur eine Diät. Essig-Diät. Essig oder Essig nicht. Überhaupt, was will denn diese Fernsehtante in so einer ollen Landarztpraxis? Die kann nur in Berlin zu jedem Spezialisten. Was werden die dazu extra hierher? Bessere Luft, schönere Aussicht, erholsame Strandspaziergänge, entspannte Menschen. Außerdem ist Dr. Siebold kein oller Landarzt. Der kann total gut mit Menschen, deswegen waren noch immer so viele Promis bei ihm. Jessen Kripe-Holstein? Okay. Ja, haben Sie den Namen? Okay, ja, machen wir. Danke. Ein Toter mit Verdacht auf Fremdeinwirkung. Der Mann ist gestern im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Und verdächtig ist der Rettungssanni. Sven Decker, wohnhaft in Plön, richtig? Ja, genau. Hier ist Weilchen. Wo haben Sie diesen Paul Jaschnik abgeholt? Im Hotel Dünenblick. Da ist der Mann kollabiert. Ja, genau. Es war ein Notruf, wir sind hin. Ankunft 16.13 Uhr. Da war Herr Jaschnik schon bewusstlos. Ja, genau. Hat aber noch gelebt. Ja, genau. Wurde aber schlechter, deshalb auch eine Sondersignalfahrt. Und während der Fahrt haben Sie ihm dieses Mittel dann ins Herz gespritzt? Ja, genau. Adrenalin. Das macht man normalerweise so. Nein, nicht unbedingt. Als Rettungssanitäter dürfen Sie das doch gar nicht, oder? So eine Spritze direkt ins Herz. Sowas darf doch nur der Notarzt. Außerdem schreibt der Pathologe, dass mein Eingriff eigentlich gar nicht mehr vorgenommen wird und dass die Dosis möglicherweise zu hoch war. Das weiß ich nicht. Ich wollte sicher sein. Es war keine Zeit für den Weg ins Krankenhaus und es war keine Zeit, auf den Notarzt zu warten. Das konnten Sie hundertprozentig einschätzen. Haben Sie überhaupt schon geschlafen? Nee, das ist manchmal schwierig nach sowas. Eine Wahnsinn ist mein. Ihre Aussage habe ich ja. Die medizinische Seite muss ein Profi beurteilen. Wir ermitteln. Und möglicherweise wird es ein Strafverfahren geben. Wegen fahrlässiger Tötung. Was muss, das muss, ne? Was macht denn der Sven Decker hier? Hannes nimmt seine Aussage auf. Wieso? Das ist doch der Neffe von meinem alten Doc, Dr. Sebald. Komische Type. Wieso das? Na, früher ging mal das Gerücht, dass er als Teenie in seinem Keller heimlich Frösche seziert hat. Und nun ist er Rettungssanitäter. Hätte wohl besser Tierarzt werden sollen. Bei einem toten Frosch regt sich keiner auf. Da war schon mal was. Vor ein paar Monaten stand in der Zeitung, dass eine Frau in seinem Krankenwagen gestorben. Als sie einstieg, lebte sie noch. Beim Krankenhaus war sie tot. Vielleicht ist er so eine Art Todesengel. Das gibt's ja öfter, gerade bei denen, die helfen sollen. Na, viel reden tut er ja nicht, dieser Decker. Ich habe mal mit Lars telefoniert, dass er mir im Hotel nachfragt, was Jaschnik da gemacht hat. Das kann ich dir auch so sagen. Ein Fitnesstrainer. Individuell zugeschnittene Programme für anspruchsvolle Einzelkunden. Enge Zusammenarbeit mit Dr. Med Nater zur optimalen weiterführenden Behandlung. Nater? Komm, das ist jetzt ein Zufall zu viel. Gerade gestern habe ich noch mit ihm gesprochen. Das ist der neue Arzt. Der hat die Praxis von Dr. Sebald übernommen. Da lege ich noch eine Schippe drauf. Die zweite Tote aus Deckers Rettungswagen, Gerda Schütt, war auch Patientin in der Praxis Sebald Nater. Oh nee, Leute, wenn das so weitergeht, können wir gleich den ganzen Landkreis vorladen. Beide Patienten starben im Rettungswagen unter bisher ungeklärten Umständen. Und beide waren bei Ihnen in Behandlung. Ja, wissen Sie, an Herrn Jaschnik erinnere ich mich natürlich. Aber bei Frau Schütter muss ich leider passen. Wissen Sie, es ist ein ziemlich großer Patientenstamm, den ich von meinen Kollegen übernommen habe. Da kenne ich noch nicht alle. Nicht, dass Sie denken, dass ich keine Blumen liebe, aber in der Praxis haben Sie einfach nichts zu suchen. Wir haben da heute viel strengere hygienische Standards. Wenn Sie möchten, können Sie sie gerne mitnehmen. Nein, danke. Im Fall von Herrn Jaschnik, haben Sie eine Idee, wie es zum Tod kommen konnte? Ja, es ist absolut unerklärlich.
Und tragisch natürlich, Herr Jaschnik. Aber körperlich topfit. Allein schon berufsbedingt. Aber wissen Sie, ich habe jetzt auch nicht alle Details im Kopf. Ich schlage vor, ich werfe nochmal einen Blick in die Akten und dann würde ich Ihnen Bescheid geben. Wenn Sie das wollen. Beide Patienten wurden im Rettungswagen von Sven Decker behandelt. Dem Neffen von Dr. Sebald. Wirklich, ja? Sie kennen ihn? Nein, also nur vom Sehen, er war ein paar Mal hier. Sein Eingreifen war vielleicht ausschlaggebend für den Tod Ihrer Patienten. Könnte es sein, dass Herr Decker sein medizinisches Können etwas überschätzt? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber natürlich ist ein Rettungssanitäter kein ausgebildeter Facharzt. Das heißt, Sie halten es für möglich? Also, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich habe gleich noch eine kleine Berühmtheit aus dem Fernsehen zu verarzten. Das ist... Wir melden uns einfach später nochmal. Danke. Katrin? Ja. Das war die Polizei. Wegen Sven? Ja, Sie glauben, dass er für zwei Todesfälle verantwortlich sein könnte? Ist ja nichts bewiesen. Das muss er ja nicht gewesen sein, aber wir beide wissen, dass er eigentlich immer Arzt werden wollte. So wie du. Ist er aber nicht. Das muss ihm doch klar sein. So geht das doch nicht. Das wäre ja grob fahrlässig. Hör mal, ich will hier nicht spekulieren. Und versteh mich bitte nicht falsch, aber es ist nicht so, dass ich es ihm nicht zutrauen würde. Was? Tut mir leid, Arthur. So, da Capo. Ich gehe da jetzt schnell rein und bin gleich wieder da. Und dann gehen wir zwei schön am Strand reiten. Okay? Moin. Ja, das ging ja flott. Ja, so bin ich eben. Also, das Dünenblick, das ist so ein Wellness-Tempel mit Gym, Pool und allem Schnickschnack. Paul Jaschnik hat sich da eine Suite gemietet. Er hat sich das Abendessen aufs Zimmer bestellt. Der Service hat ihn dann gefunden, da hat er schon kaum mehr geatmet. Oh, danke euch. Was klar bei dir? Naja, scheiß Diät. Na dann lass doch. Hallo, Erde an Lars. Bleib mal bei der Sache. Warum eine ganze Suite für einen ganz alleine? Habe ich mich natürlich auch gefragt. Eins der Zimmermädchen meinte, er hat sich mit einer Frau getroffen. Die kam am Mittag mit dem Taxi und ist dann am Nachmittag wieder weg. Ja, schön. Und weiter? Ja, wie und weiter? Wer ist die Frau? Hast du die Nummer vom Taxi? Ja, nee, noch nicht. Also ich dachte, das... Ja, nicht denken, abklappern. Und zwar alle Taxiunternehmen. Rundum. Mann! Ich mache mal Mittag. Ihr habt ihr schon. Moin, Onkel Arthur. So. Hallo, ich bin ein bisschen spät. Ja. Ich habe aber noch gelernt. Springe mit dem Fersenbein, munter in den Kahn hinein, Keile gibt es 1, 2, 3 seitlich bei der Würfelei. Ja. Deine Uniform, die ziehst du ja wohl auch nie aus, was? Soll ich dir helfen? Nein, nein, nein. Doch, ich kann das. Sven. Wir tragen Verantwortung für das, was wir tun. Und wir dürfen nur das tun, wofür wir diese Verantwortung auch übernehmen können. Verstehst du mich? Ja. Die Polizei war heute in der Praxis. Wegen dir. Ja, du kannst mir alles sagen. Ich werde nicht wütend, aber ich kann dir helfen. Womit denn? Ich habe nichts falsch gemacht. Wenn zwei Menschen sterben, die nicht sterben müssten, dann doch. Das war nicht meine Schuld. Sven, jeder hat seinen Platz im Leben. Die einen sind Rosen und die anderen Margeriten. Das hat die Natur nun mal so eingerichtet. Und aus einer Margerite wird niemals eine Rose werden. Du musst mir nichts beweisen, Sven. Wirklich. Du musst dir keine Sorgen machen, Onkel Arthur. Ja, gut.
Ich bin immer für dich da, verstehst du? Immer. Was auch passiert. Ich bin auch für dich da. Und du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Gut. Ja, wolltest du mir nicht helfen? Ja. Genau, jetzt nehmen wir das Ding mal runter. Ja, nehmen Sie gleich mal das. Sieht ganz gut aus. Vorsicht, es ist ein bisschen schief. Ah, Frau Meisel. Ach, immer noch der blöde Fuß. Ja, aber das wird schon wieder. Lassen Sie sich von dem Herrn Doktor etwas von einer roten Tinktur geben. Hallo, Frau Lehmann, na, wie war es auf Amrum? Ja. Arthur, kannst du es wohl nicht lassen. Ja. Ja. Oh, bitteschön. Ja. Und du dekorierst um. Ja, das war Veronikas Idee, aber dem Patienten gefällt's. Ah ja. Hör mal, du weißt schon, dass Rente bedeutet, nicht mehr jeden Tag dahin zu fahren, wo man immer gearbeitet hat. Ach so, ich wollte auch gar nicht länger stören. Pass einmal auf. Ich habe gestern mit Sven gesprochen. Also ich weiß nicht. Der Junge ist nicht ganz einfach, ja, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er das absichtlich gemacht hat. Ja, glauben und wissen, Arthur. Und deswegen würde ich mir gerne noch einmal die Patientenakten von Jaschnik und Schütt ansehen. Ja, nur so zur Sicherheit. Ja, die wollte ich mir sowieso aus dem System ziehen. Das kann ich ja gleich nach der Sprechstunde erledigen. Dann könnten wir sie uns heute Abend gemeinsam ansehen. Beim schönen Rosé. Ja, ja, ja. Du entspannst dich jetzt, Arthur. Und bevor du das nächste Mal kommst, lässt du dir bitte einen Termin geben. Jawohl, Herr Doktor. Auf Wiedersehen wieder. Tschüss. Ja, Riedmacher, kann ich bitte mit Dr. Natter sprechen? Es geht um meinen Bauch, das drückt immer noch. Und was? Nee, ist jetzt nicht so schlimm. Nächste Woche? Na gut, okay, danke. Na, scheint ja ganz schön beschäftigt zu sein, der neue Arzt. Wohl etwas zu gut. Ich habe beim Orthopäden mal 4 Monate auf einen Termin gewartet und dann hat er mich in 3 Minuten abgefertigt. Hast du immer noch so Schmerzen? Also das hier sind die Sachen aus der Suite von Jaschnik und sein Handy. Holy moly. Was, wenn das Fitnesstraining sein soll? Oder dann frage ich mich, wo die Trainingsklamotten sind. Und? Wer ist die Frau? Ja, das hätte schon längst Lars für uns ermitteln sollen. Naja, immerhin wissen wir jetzt, woran Jaschnik gestorben ist. Eine Kontraindikation hat zum Kollaps geführt. Amitriptylin in Kombination mit Metoprolol. Das eine ist ein Antidepressivum, das andere ist ein Beta-Blocker. Also quasi ein falscher Cocktail. Stell's dir vor wie Eierlikör mit Bier. Und was mit der Injektion von Sven Decker? Die war sozusagen der Wodka-Shot obendrauf. Wobei so ein Wodka allein in Jaschnik jetzt nicht umgebracht hätte. Das Obduktionsergebnis reicht also nicht, um Decker eine Tötungsabsicht nachzuweisen. Entweder er hat es wirklich gut gemeint oder er ist verdammt clever. Lars, hast du so lange gebraucht oder war dein Pferd in Reparatur? Wir haben hier im Landkreis mehr als ein Dutzend Taxiunternehmen und über 60% der Fahrgäste sind Frauen. Aber am Ende ist die Welt dann doch ganz schön klein. Die Frau war Veronika Natter, die Ehefrau von Dr. Natter. Oh, schöne Tasche haben Sie da. Dankeschön. Ich war ja noch nie in einem Polizeigebäude. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Entschuldigung, aber viel hässlicher. Mehr so Kerker-like. Mhm. Wissen Sie, wenn der Vernommene sich wohlfühlt, dann öffnet er sich oft bereitwilliger und gesteht dadurch schneller. Ja, ja, raffiniert. Sehr gut. Sie haben sich am Mittwoch mit Paul Jaschnik im Hotel Dünenblick getroffen, richtig? Oh Gott, Paul, ja. Das ist so furchtbar. Ich bin immer noch ganz geschockt. Paul war mein Personal Trainer und wir haben uns immer in diesem Dünenblick getroffen. Da stimmt einfach alles. Ambiente, die Trainingsgeräte, Komfort. Das ist wirklich der beste Workout-Place. Mhm. Und dieser Workout schloss auch eine Affäre ein? Nein. Was? Ich bin verheiratet. Ja, wissen Sie, Frau Natter, das ist von Paul Jaschnik. Wollen Sie das Video von Ihnen beiden sehen? Nein, danke. Ja, es stimmt, wir hatten was miteinander. Aber das war nur Sex. Mhm. Ich nehme an, auch am Mittwoch. Frau Jaschnik ist gestorben, weil er Medikamente genommen hat, die er nicht hätte nehmen dürfen. Davon weiß ich nichts. Da war ich ja schon längst weg. Ich meine, als ich gegangen bin, stand er noch quicklebendig unter der Dusche. Nur Sex, ja. Sah Paul Jaschnik das auch so? Ich meine, mit dem Video hatte er sie quasi in der Hand. Vielleicht hat er sie unter Druck gesetzt, sie wollten das verhindern. Meinen Sie Erpressung?
Eine Erpressung gab es nicht. Er wollte meinen Körper, ich wollte seinen. Das war alles. Schluss. Punkt. Mhm. Frau Nata, Sie waren ja Krankenschwester. Das heißt, Sie kennen sich mit Medikamenten aus. Das ist doch so lange her. Seine Ewigkeit. Meine Eltern wollten, dass ich was Anständiges mache. Und irgendwann habe ich meinen Mann kennengelernt, habe gekündigt und... Hören Sie, mein Mann muss von der Sache mit Paul nichts erfahren. Oder? Ich meine, es würde ihn nur unnötig kränken. Das kann ich Ihnen nicht garantieren. Tut mir leid. Mit der Ehe der Natas scheint es auf jeden Fall nicht mehr so weit her zu sein. Auch das mit Jaschnik klingt nicht nach großer Liebe. Eher nach einer vernachlässigten Ehefrau, die sich einen Liebhaber gönnt. Naja, angenommen, Jaschnik hat Veronika Nata wirklich nicht erpresst. Sondern ihrem Gatten gesteckt, dass was mit ihrem Laufen hat. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Gibt ja so Kerle. Nata sieht rot. Und sorgt dafür, dass Jaschnik die falschen Medikamente bekommt. Hallo, euch ist schon klar, dass ihr da über meinen Hausarzt redet? Allein schon deswegen sollten wir das ganz schnell klären. Ja, natürlich, das ist gar kein Problem. Gerne. Ja, vielleicht gleich morgen früh vor der Sprechstunde, 8.30 Uhr. Alles klar, Herr Schulte. Bis dann. Alles für die Polizei? Ging es um Paul? Die glauben, ich habe ihn umgebracht. Echt? Warum solltest du das denn tun? Das weiß ich auch nicht. Ich habe wirklich nur... Denkst du bitte nicht so dumm. Und dann auch noch mit dem Fitnesslehrer, den ich dir empfohlen habe. Das ist wirklich ein ziemlich übles Klischee, liebe Veronika. Aber das war doch gar nichts Ernstes. Es tut mir leid. Das ist mir auch egal. Ist ja schließlich nicht das erste Mal. Aber dass ich jetzt in diese Sache mit reingezogen wurde, das nervt mich total. Die glauben jetzt, es war der eifersüchtige Gatte. Das ist ja total lächerlich. Aber ein Gutes hat die Sache. Es wird eine schnelle und kostengünstige Scheidung. Aber wieso denn gleich sowas? Schatz, das ist doch völlig bescheuert. Das wieder hinten. Beide. Du und ich. Ich habe für sowas keine Zeit. Ich muss mich schließlich um den Laden hier kümmern. Und ich helfe dir. Ich habe dir immer geholfen. Das ganze Einrichtungskonzept. Ohne mich wärst du hier völlig aufgeschmissen. Völlig. Das stimmt. Das ist ganz hübsch. Danke dir dafür. Und für die schöne Zeit. Du bist das Allerletzte. Hey! Glaub bloß nicht, dass du so billig hier rauskommst! Spielst du was? Der verlorene Sohn. Du nimmst dich auch noch lustig, bitte. Na Jus, was ist? Machst du eine Diät oder was? Was willst du mir denn damit erzählen, dass ich nicht kochen kann? Nee, natürlich nicht. Mit dir ist alles prima. Wem wirst du denn gefallen? Nee, ist ärztlich verordnet. Und ein paar Kilos weniger wären auch nicht schlecht bei meiner Plauze. Kann ich dein Leibgericht ja jetzt wegschmeißen, ne? Das habe ich extra für dich aufgehoben. Nee, Heidi, ich darf doch nicht. Mit meinem Leben habe ich das verteidigt, gegen die hungrigen Horden. Alles umsonst. Freuen sich ja jetzt die Schweine, ne? Nee, das geht doch nicht. Das schöne Essen. Nur die darf man schmecken. Aber verrat's niemand. Bist ja noch da. Muss ja noch was rumpüdeln. Dann pödel mal nicht so lang, ne? Feierabend. Jo. Du, Jost. Hm? Was ich dir noch sagen wollte, das mit der Diät. Also ich finde nicht, dass du dich verändern musst. Mir gefällst du so, wie du bist. Ach ja? Ja.
Dieser ganze Schlankheitswahn. Wir wissen doch alle, dass die Promi-Bilder in den Zeitschriften retuschiert sind. Kein Mensch sieht so aus, so schön, so schlank, so jung. Also du schon. Ich gehe dann mal. Wir sehen uns morgen. Das ging ja schnell. Hast du dich wieder beruhigt, ja? Veronika! Hallo! Fertig behandelt, Dr. Nate. Ja, danke, das ist sehr freundlich von Ihnen. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es war ein Blinddarmdurchbruch. Das war ja wohl verdammt knapp. Wäre ich bloß da geblieben. Das war nicht deine Schuld, sondern die von Dr. Nata. Er verschreibt Just eine Diät. Das war eine krasse Fehldiagnose. Seine Promi-Patienten behandelt er bestimmt nicht so. Kripo Holstein, Jessen? Alles klar, wir kommen sofort. Fassen Sie bitte nichts an. Veronika Nata, ihr Mann ist gestern Nacht nicht nach Hause gekommen. Sie steht vor der verschlossenen Praxis und hat ein schlechtes Gefühl. Was ist los? Ich hab geklingelt und geklopft. Alles. Ich hab ja keinen Schlüssel. Tür aufbrechen, schnell. Der Kollege von der Gerichtsmedizin schätzt Todeszeitpunkt ca. 19 Uhr. Vermutlich Gift. Ein Stich in die Halsvene, aber die Spritze fehlt. Hier war auch jemand dran. Patientenakten von Jaschnik und Schütt wurden beide gelöscht. Ich kümmere mich mal um Frau Nata. Es tut mir sehr leid. Darf ich Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen? Was für Fragen? Wer hat das getan? Das wollen wir herausfinden. Ihr Mann hat Kratzspuren am Arm. Ja. Das war ich. Wir haben uns gestritten. Ich bin völlig ausgerastet. Habe ihn geschlagen mit seinen Scheißrosen. Rosen? Er wollte sich scheiden lassen. Wegen der Affäre? Über sowas kommt man doch weg. Ich wollte ihn nicht verlassen. Sonst hätte ich das doch alles nicht getan. Für ihn und für die Praxis und ach. Der Kollege wird Ihre DNA und Ihre Fingerabdrücke nehmen. Eine Routine.
Frau Nadler? Unter Veronika Nathers Nägeln waren keine Hautspuren von ihrem Mann. Aber Rosen haben wir auch keine gefunden. Bei der tödlichen Injektion tippt der Gerichtsmediziner auf Kaliumchlorid. Die Spritze war perfekt gesetzt, sowas kann nur ein Profi. Von denen wir gleich drei am Start hätten. Eine Ex-Krankenschwester, Rettungssanitäter und ein Arzt in Rente. Was ist mit dem Motiv? Mord nach Ehestreit? Oder Sven Decker wollte das Triple voll machen. Und wer hat dann die Patientenakten gelöscht? Gelöscht, aber nicht überschrieben. Und solange der Speicherplatz nicht überschrieben wird, kann man alle Daten wiederherstellen, was ich soeben getan habe. Et voilà, die Patientenakten von Paul Jaschnik und von Gerda Schütt. So, Metoprolol-Beta-Blocker. Genau das gleiche wie bei Jaschnik. Dann war die also auch auf Antidepressiva und ist an der gleichen Wechselwirkung gestorben. So, jetzt schaut mal hier. Das Kürzel vom behandelnden Arzt. Dr. Arthur Sebald. Wie bei Jaschnik. Dann ist Sebald für die Fehlbehandlung verantwortlich. Dr. Sebald, haben Sie Herrn Jaschnik und Frau Schütt diese Medikamente verschrieben? Und Ihr Kollege Dr. Nata hat Sie erwischt? Haben Sie ihn deswegen getötet? Und die Akten gelöscht. Das nützt Ihnen allerdings gar nichts. Sie kommen ja nicht mehr raus. Wir werden die Spritze finden und Ihre Spuren daran. Dann können Sie Ihren Ruhestand im Knast verbringen. Sie schweigen. Natürlich haben Sie das Recht, die Aussage zu verweigern. Ist es das, was Sie wollen? Oder gibt es doch etwas, was Sie uns sagen möchten? Wäre es wohl möglich, wenn ich kurz einmal telefoniere? Sie können selbstverständlich zuhören. Selbstverständlich. Danke sehr. Ja, hallo? Ja. Hallo Sven, ich bin's. Onkel Arthur? Könntest du dich bitte bis auf Weiteres um meine Rosen kümmern? Okay. Ja, das wäre alles. Alles in Ordnung bei dir? Ja. Ich kapiere das einfach nicht. Warum redet der Alte nicht? Der ist doch eh raus aus dem Geschäft. Hat nichts mehr zu verlieren. Vielleicht seine Ehre? Ehre? Was für eine Ehre, wenn er ein Kurpfuscher war. Solange wir die Spritze nicht haben, können wir ihm den Mord an Nata jedenfalls nicht nachweisen. Komm, Feierabend. Ja, dann danke ich Ihnen. Tschüss. Ich bin durch. Ich habe es mit allen Apothekern im Umkreis gesprochen und bei keinem sind die kritischen Rezepte eingelöst worden, die Sebald ausgestellt hat. Wie kann denn das sein? Wo sollen denn Jaschnik und die Schütt das Zeug sonst herbekommen haben? Mein Onkel ist unschuldig. Ich war's. Sie haben ihn also von hinten überrascht? Ja, genau. Und dann? Dann habe ich ihm die Spritze gesetzt. Wohin? Halsvene. Hat er sich gewehrt? Nö. Er hat sich nicht gewehrt? Nö, das geht ja ganz schnell. Und dann? Auf den Boden gefallen. Wo genau lag er? Vor dem Schreibtisch.
Warum haben Sie es gemacht? Damit mein Onkel zurückkommt. Die Praxis ist sein Leben. Deshalb habe ich Nata die Spritze gegeben. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte ihn krank machen, sodass er nicht mehr praktizieren kann. Aber ich habe wohl irgendwie die Dosis falsch berechnet. Und wenn es mal drin ist, ich konnte auch nichts mehr dran ändern. Das denkt er sich doch gerade aus. Das Mittel, was er mitgebracht hat, ist aber das Richtige. Wenn die KTU jetzt noch bestätigt, dass das Blut an der Spritze von Nata ist. Ich habe schon viele Geständnisse gehört, aber sowas Gefühlloses war nicht dabei. Ich konnte nichts daran ändern. Ne? Das nehme ich ihm nicht ab. Apropos ändern. Es gibt da noch eine Sache, die könnte ich kontrollieren. Also doch. Was? Hier die Dateien. Bevor sie gelöscht wurden, wurden sie nochmal geändert um 18.26 Uhr. Also kurz vor Natas Tod. Aber wer kann das gewesen sein? Veronika Nata? Moin, die Damen. Moin. Ich soll euch von Jost grüßen. Ich war gerade bei Ihnen im Krankenhaus. Es geht ihm wieder gut. Das heißt, wir können ihn besuchen? Mhm. Ein bisschen Abwechslung tut ihm bestimmt ganz gut. Der ist ganz schön am Grübeln. Ausgerechnet der Todesengel hat ihm das Leben gerettet. Sven Decker hat Jost ins Krankenhaus gefahren? Mhm. Wann war das genau? 6:30. Wieso? Sven Decker kann es nicht gewesen sein. Vorhin keine Mondenscheibe mit Dreieck und das Erbsenbein. Scheiße. Sie waren es nicht. Bitte? Als Nata gestorben ist, waren Sie im Rettungswagen und haben meinem Kollegen das Leben gerettet. Sie waren zu einem anderen Zeitpunkt in der Praxis. Warum haben Sie die Spritze genommen? Um Ihren Onkel zu schützen. Oh Gott. Sie sind frei. Raus. Wir im Fall Jaschnik ermittelt haben und plötzlich bei Nata auf der Matte stand, sind bei dem die Alarmglocken angegangen. Aber wie? Um seinen Pfusch zu vertuschen, hat er sie als Kürzel in die Patientenakten gemogelt, obwohl er selbst sie behandelt hat. Und für Jaschniks Tod verantwortlich war. Er hat Jaschnik und Schütt total schlampig untersucht, genauso wie Jost. Und ihnen dann ein Medikament gegeben, das in seiner Wechselwirkung tödlich war. Ja, es waren ja auch nur Kassenpatienten und keine privatversicherten Promis. Und dann fährt Sven Decker Jost ins Krankenhaus. Er sieht, dass Nata auch bei Jost gefuscht hat, der dritte Patient aus Natas Praxis. Sven Decker will Nata zur Rede stellen. Er findet ihn tot. Kapiert, dass es sein Onkel war. Also nimmt er die Spritze, um die Spuren zu verwischen. Darauf warten wir noch. Auf unserem Blumenfreund. Er lebt noch. Vergiftung. Barbarossastraße 4. Ja, machen Sie schnell. Kommen Sie schon! Onkel Arthur. Komm schon. Hey, Onkel Arthur, komm! Du getan. Wieso denn ich? Du warst das. Dementia senilis, ha? Huh? Onkel Arthur. Tragisch. Onkel Arthur, hörst du mich? Komm! Los, komm! Komm schon!
bekommst. Sowas darf einem Arzt nicht passieren, Arthur. Meine armen Patienten. Was soll der denn jetzt von dir denken? Das ist fahrlässige Tötung. Konstantin, du bist Arzt. Ach was. Die Leute schlucken doch, was sie wollen. Okay, Arthur, komm. Dann sollen sie halt mal den Beipackzettel lesen. Komm zurück. Selbst schuld. Martin! Hol den Defi! Ich lass dich nicht gehen. Nein. Du trägst die Verantwortung. Das waren meine Patienten. Herditz, gib mir die Pets. Auf die verzichte ich gerne. Wer so einen Laden hier führen will, weg, braucht zahlungsfähige Kundschaft. 3, 2, 1. Was glaubst du eigentlich, warum ich das hier mache? Hm? 3, 2, 1. Komm nochmal. Weg. 3, 2, 1. Das hättest du nicht tun sollen. Doch, Onkel Arthur. Wir sind da, um Leben zu retten. Sebald ist über den Berg. Keine bleibenden Schäden. Er wird jetzt in die U-Haft verlegt. Verdankt er alle seinen Neffen. Was für eine Ironie. Mensch. Für mich. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die sind für Jost. Ich komme doch da jetzt nicht hin mit der ganzen Arbeit. Könnte vielleicht einer von euch... Das schaffen wir schon, ne? Wisst ihr was? Ich habe eine andere Idee. Kommt mal her. Schaut mal. Jo! Jo! Hallo zusammen. Oh Mann, wie siehst du denn aus? Ja, das schläft man heute. Es steht dir. Kümmern die sich auch gut um dich? Ach ja, aber ich wäre schon gern bei euch. Nix da. Erstmal bist du wieder gesund. Du, ich hab Blumen mit. Guck mal. Oh, danke. Vielleicht kann die erstmal Katrin nehmen, bis ich wieder da bin. Ja, ich pass gut drauf auf. Danke. Du, in Zukunft lässt du das mit dem Diätquatsch, ne? Ja, nee, lass mal. Nächstes Mal sind die Mandeln dran. Was, wieso? Ja, da krieg ich wenigstens Eis. Ah! Seid gesund. Tschüss. Tschüss. Danke von dir. Tschüss.